Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ein ganz interessantes Thema, das zweite Gehirn. Das ist nämlich unser Darm. Und im Darm, wie man schon sagt, da fängt der Tod an oder auch das Anti-Aging kann ich dort setzen. Also man hat viele Möglichkeiten, über den Darm zu arbeiten. 80% von unserem Immunsystem werden da gesteuert. Der Darm ist 8 Meter lang. Also da gibt es unglaublich viel darüber zu erfahren. Und heute habe ich Dr. Med Ingfried Hobert bei mir, der mir da viel Auskunft darüber geben kann. Und ich freue mich auf einen spannenden Austausch zum Thema Darm. Hallo. Hallo. Ingfried, gerade wenn wir jetzt loslegen. Aus meiner Berufserfahrung hatte ich nämlich letztens einen Vortrag, das waren so um die 30 Azubis. Und da habe ich mal so in die Runde gefragt, wer hat denn von euch alles Blähungen? Und die haben bestimmt 70% gestreckt. Und da war mir natürlich klar, die essen ja morgens ihren Zucker, die saßen natürlich da mit ihrem Snickers und ihrem mit ihrem Schokoriegel sozusagen und Softgetränke. Und ich habe ja dann immer so diesen Verdacht, dass da vielleicht ein Pilz da ist. Und dann frage ich immer, ob die Blähungen auch vergoren riechen. Ja, und die bestätigen das dann auch immer. Also das ist so der Einstieg gerade. Woran erkennt man hier das Problem? Also was ist es aus deiner Sicht, diese Darmproblematik? Naja, es ist erstmal so, wie du es schon sagtest, der Darm ist wirklich ein Schlüsselorgan für unsere Gesundheit. Und wir wissen heute, dass 75% aller Todesfälle kommen durch chronisch degenerative Erkrankungen. Und die nehmen alle ihren Anfang im Darm. Und dabei sind es einmal die psychischen Faktoren, die auf den Darm schlagen, aber vor allem sind es natürlich die Dinge, die wir verspeisen tagtäglich und die Menge, die wir davon verspeisen. Und diese können dazu beitragen, dass unser System in einer natürlichen Balance bleibt, wenn die Dinge eben natürlich sind, die wir essen, wenn sie nicht industriell aufgearbeitet, verunreinigt sind, dann tragen wir natürlich maßgeblich dazu bei, dass wir auch einen gesunden Durchfluss haben und die Verdauung gut funktioniert. Und wir sehen heute in der veganen Szene, in der Rohkostszene, da ist es tatsächlich so, der Mensch riecht nach der Frucht, die er zuletzt gegessen hat. Heißt umgekehrt, man riecht, ich will nicht sagen stinkt, auch nach dem letzten Verwesten, was man gegessen hat. Und wir wissen heute, dass Fleischkonsum, dass alle tierischen Eiweiße viel, viel gesundheitsschädlicher sind für unser System, als wir bisher gedacht haben. Aber genauso ist es auch mit den Zuckerprodukten, aber auch mit den industriell verarbeiteten Produkten. Und wir sind in der verrückten Situation, dass Deutschland, Österreich und die Schweiz das schlechteste Essen in Europa anbieten, wobei Deutschland da Spitzenreiter ist. Kein Land bietet so schlechtes Essen an wie Deutschland und es wird auch nachgefragt von der Bevölkerung. Wir wissen heute, dass 46% dessen, was im Supermarkt zu kaufen ist und auch gekauft wird, gesundheitsschädlich ist und nicht dem natürlichen Gleichgewicht, der natürlichen Balance zuträglich ist, sondern uns umgekehrt schneller altern lässt, schneller in solche oxidativen Stresssituationen hineinbringt, die dann das System nachhaltig schädigen. Das Blöde ist nur, man kriegt die Quittung erst viele Jahre später. Außer man entwickelt eine feine Wahrnehmung für das, was gut tut und für das, was nicht gut tut. Und umso wacher und bewusster man einkauft und dann das Essen zubereitet, umso klarer spürt man schon, was nährt mein System und was zehrt an ihm und macht es kaputt. Ja, wir haben ja heute einige Diagnosen, wie zum Beispiel Leaky Gut oder Morbus Crohn. Und wir haben dann Darmblutungen oder Verstopfung, wo Leute mehrere Tage gar nicht auf Toilette gehen können. Eine Top 4, 5 Lebensmittelliste, wo du sagst, diese Lebensmittel dürfen dann nicht gegessen werden. Es geht nicht. Wir müssen den Darm jetzt wirklich von diesen Auslösern, dieser Blutungen, diesen Entzündungen, dass die Darmwände durchlässig werden. Was sind da die Hauptauslöser? Also ganz vorne an steht Omega-6. Wenn wir so wollen, gewisserweise das Gegenteil von Omega-3. Omega-6 ist in schlechten Ölen drin, auch in Sonnenblumenöl, leider auch in Distelöl und Kürbiskernöl. Leider auch in verschiedenen Nüssen, dummerweise auch in der Paranuss, in der Erdnuss, um nur einige zu nennen. Und
Davon zu viel haben alle die, die Fleisch essen. Fleisch, das aus Massentierhaltung kommt. Es ist immer noch so, dass 92%, kann ich jetzt für die Deutschen sagen, aller Deutschen, essen Tiere aus Massentierhaltung regelmäßig. Das heißt, sie haben einen durchschnittlichen Omega-6-Spiegel von 15, also 15 mal so viel Omega-6-Fettsäuren als Omega-3-Fettsäuren. Amerikaner haben übrigens 29 mal so viel. Aber Japaner, Koreaner, Eskimos sind im Bereich 1 zu 1, 1 zu 2. Naja, also Omega-6-Fettsäuren spielen neben Transfetten eine wichtige Rolle. Dann sind es natürlich alle industriellen Zucker, die Glykosidierungen auslösen oder Glykolisierungen. Nudeln, Brot. Nicht? Das sind, genau, das sind besondere Eiweißverklebungen, die da entstehen durch den Zucker und die massiv unser System auch langfristig schwächen und wirklich schädigen. Und dann haben wir natürlich die ganzen Dinge, die mit Weizen, mit Gluten zu tun haben, aber leider eben auch Milchprodukte und natürlich auch Fleisch. Ja. Kann es sein, dass ein wichtiger Faktor auch der Anbau des Getreides ist? Also gerade wenn ich so mit Glyphosat sprühe und dann muss ich ja im Vorfeld das Getreide mit Resistenzen bestücken. Und da heißt es ja auch, dass diese Resistenzen, ATIs, wirklich sich in den Darmwänden einlagern und dort Entzündungen hervorrufen. Also dass ich wirklich proaktiv durch einen Teller Nudeln und Fleisch in Kombination mit vielleicht noch einer Fertigsoße, wo Transfette drin sind, dann einen kompletten Entzündungsprozess fördere. Ja, also wir müssen ganz grundsätzlich einfach sagen, dass wir heute, jetzt gerade in der Zeit nach Corona, sind wir gefordert, unser Leben nochmal ganz neu zu denken. Nicht? Will ich weiter wie mit zwei platten Reifen durchs Leben fahren, ein Fahrrad, das zwei Platte hat, dann lässt es sich recht mühsam treten und ich komme auch nicht sehr weit. Oder möchte ich alles tun, um zwei volle Reifen zu haben, mit Fahrradfahren wieder Spaß macht und damit ich auch weit komme und auch ferne Ziele erreichen kann. Und so bin ich eingeladen, die Entscheidung zu treffen, will ich an den wichtigsten Krankheitsursachen ansetzen, damit sie gar nicht erst entstehen? Will ich wach und klar durch meinen Alltag gehen und Freude am Leben haben? Oder will ich tagtäglich einen Beitrag leisten, dass ich in Entzündungsprozesse reinkomme, die dann zu chronisch degenerativen Erkrankungen führen, die mich dann etwa 9 bis 13 Jahre früher aus diesem Leben auschecken lassen? Das ist eine Grundsatzentscheidung, die ich treffen muss. Und gerade jetzt nach Corona kann ich mir überlegen, wo der wahre Feind sitzt. Sitzt er da draußen als Virus oder sitzt er da draußen in einem Überangebot von Dingen, die mich viel schneller, viel kranker werden lassen, als dieser Virus es jemals könnte? Da ist das eigentliche Problem. Und wir haben die große Herausforderung, für Transparenz zu sorgen in der Landwirtschafts- und Nahrungsmittelindustrie. Denn das, was wir als Dieselskandal erlebt haben, ist in viel, viel größerem Ausfang in der Nahrungsmittelindustrie zu beobachten. Hier braucht es Transparenz, hier braucht es Aufklärung, hier braucht es Bildung. Und das muss dann eingeflossen werden in ein neues Gesundheitssystem, das wirklich das Ziel hat, den Menschen zu unterstützen, dem Gesundheit wirklich wichtig ist und wichtiger ist als das Gesundheitsinvestment der Pharmazie und all derer, die an den Kranken profitieren. Mhm. Und als Ethnomediziner, als Ganzheitsmediziner sind wir natürlich immer bestrebt, das Gesamte zu sehen. Und da erkennen wir natürlich, dass da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was im Gesundheitssystem möglich ist und dem, was wir mit gesunder Lebensführung, mit der Prävention erreichen können. 1% unserer Gesundheitsausgaben, in Deutschland sind es inzwischen 370 Milliarden Euro, nur 1% davon wird in Prävention gesteckt. Der Rest geht in die Reparatur von Krankheiten mit Medikamenten, die wieder neue Nebenwirkungen auslösen, die dann wieder neue Probleme schaffen. Und sie ignoriert dieses wunderbare Potenzial, das in jedem von uns steckt, dieses Potenzial der Selbstheilung, der Selbstreorganisation. Nicht? Unser System hat alles zur Verfügung, um sich immer wieder selbst in die Balance zu kriegen. Und unser System reagiert sofort in einer Weise, wie es grundsätzlich erstmal richtig ist. Das haben wir sehr schön gesehen, das heißt schön in Anführungsstrichen gesehen, bei den ersten Corona-Fällen. Dann war klar, die reagieren sofort mit extrem hohem Fieber. Das heißt, das Fieber ist schon Ausdruck einer Selbstheilungsfunktion des Körpers, um sich selbst
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Aber wir erleben, dass Intensivmediziner, genauso wie auch viele Kinderärzte, leider heute immer noch Fieber als etwas Schlimmes sehen und die sofort bekämpfen wollen mit Ibuprofensäften, mit Aspirin, mit allen Dingen, die Fieber unterdrücken. Das lässt den Virus natürlich explodieren. Das wissen wir als Ärzte seit Beginn der Medizin, dass Fieber eine natürliche Abwehrreaktion ist. Und so ist dieses Medizinsystem, das ich vertrete, orientiert sich an all den salutogenetischen, sagen wir, Faktoren, an den Faktoren, die Gesundheit stärken und versucht nicht, etwas zu bekämpfen, was wir nicht haben wollen, sondern versucht im Gegenteil, das zu stärken, was uns hilft, die Balance wiederzufinden. Okay, ich würde da gern bei einem Fallbeispiel mal einsteigen. Ich hatte eine Zuhörerin, die wurde mit Darmblutungen ins Krankenhaus eingewiesen. Super gesundheitsinteressierte Frau, die sich überall schon eingelesen hatte, die auch schon mitbekommen hat, dass einfach Getreide und Milchprodukte mit der Hauptauslöser sind von diesen Darmblutungen. Und nun liegt sie im Krankenhaus und bekommt Mischbrot und ein Pudding. Was gibst du als Tipp, was kann ich jetzt tun, wirklich mit der Diagnose? Weil ich kriege ja dann meistens dann gleich die Info, dass es chronisch ist und unheilbar. Klar, mit Pudding und Mischbrot glaube ich das auch, dass es so bleibt. Ja? Aber wenn ich jetzt wirklich davon betroffen bin, was würdest du als Arzt mir jetzt empfehlen? Wie kann ich schnell entgegenwirken? Wie kriege ich den Darm schnell repariert, die Blutungen gestoppt, einen Aufbau gewährleistet? So eine kleine Werkzeugliste. Ja, also wir müssen erstmal verstehen, dass da ein Prozess ist, der auf Autoimmunreaktionen beruht. Also kein Entzündungsprozess, der jetzt mit einem Antibiotikum, etwas, das gegen das Leben gerichtet ist, behandelt werden muss. Nichts, wo hier subklinische, feine Entzündungsprozesse mit entzündungsdämpfenden, auch Cortisonpräparaten bekämpft werden müssen, sondern wir müssen das Gesunde stärken. Damit das Gesunde erstmal wieder in eine Balance reinkommt, ist es erstmal wichtig, alles Schädigende wegzulassen. Das heißt, Fasten steht erstmal im Vordergrund und dann langsamer Aufbau mit Dingen, von denen wir genau wissen, dass sie hochkonzentriert Antioxidantien enthalten, also sekundäre Pflanzenstoffe, die einfach durch und durch reparierend, ausgleichend, gesund sind. Und da stehen am Anfang natürlich gedünstete Gemüsespeisen. Ich denke jetzt nur an Rosenkohl, an Blumenkohl, nicht an Brokkoli natürlich, nicht Gemüsesuppen. Was sagst du zu Rohkost, wenn der Darm schon so an... Naja, er muss sich erstmal beruhigen. Langfristig ist Rohkost dann wunderbar. Aber im Vorfeld muss es erstmal dem Körper zur Verfügung gestellt werden, damit er es aufspalten kann. Dazu muss es schon erhitzt sein, am besten gedünstet. Und dann sind natürlich gepresste Gemüsesäfte gut. Also alles Dinge, wo viel Ballaststoffe drin sind, sogenannte Polyphenole, das sind dann nochmal sekundäre Pflanzenstoffe in diesen Gemüsesorten. All das wirkt erstmal beruhigend auf den Darm. Und es darf vor allem nichts Neues, Entzündungsanregendes dazukommen. Also keine Milch, kein Weizen mit Gluten, keine tierischen Eiweiße, kein Zucker und keine Omega-6-Fettsäuren. Es ist einfach super wichtig, erstmal das Schädigende wegzulassen und dann Stück für Stück das Gesunde aufzubauen. Und bei mir im Steinhuder Meer führe ich solche Darmkuren durch. Da geht es darum, dann Patienten, die zu einem Kuraufenthalt kommen, maximal zu entgiften, auch erstmal über Fastenphasen. Aber am Anfang stehen immer große labortechnische Untersuchungen. Eine Mikrobiomanalyse, wo man genau guckt, welche Darmbakterien fehlen jetzt, welche schützende Bakterien fehlen. Sind da Pilze drin? Du hast es eben erwähnt. Pilze, die nicht hingehören. Sind da Fäulnisbakterien drin? An welcher Stelle ist das Mikrobiom geschädigt, sodass diese Schädigung so tief ins System eingreift, dass dadurch Giftstoffe vom Darm in das Blut übergehen. Das wäre dann dieses Leaky Gut, wenn der Darm durchlässig wird. Ja. Und da gibt es einen sehr, sehr wichtigen Wert, das sogenannte Zonulin. Das ist ein Marker für das Leaky Gut. Der muss unter 50 sein, dann ist der Darm einigermaßen stabil. Ist dieser Wert über 50, hat man einen durchlässigen Darm. Das heißt, ganz viele Giftstoffe aus dem Darm, die wirklich nicht ins Blut gehören, geraten durch die Schranke, durch die Darmepithelien, die sogenannten Tight Junctions nennt man die, hindurch, gehen in die Blutbahn rein, gehen dann zur Leber und sorgen für erhöhte Leberwerte, obwohl dieser Mensch vielleicht gar keinen Alkohol trinkt oder Medikamente einnimmt.
Und kann es auch zu Allergien dadurch kommen? Weil ich habe ja dann die Giftstoffe, die kommen ja dann ungefiltert in den Organismus, obwohl die ja hätten eigentlich ausgeschieden werden sollen. Genau, und der Körper, wenn jetzt solche Giftstoffe durchdringen, dann kommt es erstmal zu einer ganz natürlichen Immunantwort des Körpers. Das heißt, er versucht, den Eindringen zu neutralisieren. Mhm. Kommt es aber dann stundenweise immer weiter, tagtäglich, Woche für Woche, kann der Körper irgendwann Freund und Feind nicht mehr unterscheiden. Und jetzt wird das, was vorher eine Immunreaktion war, zu einer Autoimmunreaktion. Mhm. Und die breitet sich immer weiter aus. Die Blutgefäße beginnen sich an der Innenseite langsam zu entzünden. Atherosklerose nimmt seinen Weg und geht dann zum Herzen, Herzinfarkt, zu den Gelenken, Arthritis, Rheuma, zur Bauchspeicheldrüse, Diabetes, zum Hirn, Alzheimer. Das heißt, hier entstehen jetzt über den Darm diese degenerativen Erkrankungen, von denen ich anfangs sagte, dass da dann 3/4 aller Menschen etwa 9 bis 13 Jahre früher aus dem Leben ausscheiden und das bei sehr geringer Lebensqualität die letzten 10 bis 20 Jahre. Okay. Und gerade bei Alzheimer und Demenz, was ja auch so explodiert im Moment, all das kommt von diesen schleichenden Entzündungen. Und wir kriegen gar nicht mit, dass wir als Menschen den Höhepunkt der menschlichen Entwicklung schon überschritten haben, weil wir immer nur das Lebensalter messen. Nicht? Das ist die durchschnittliche Lebenserwartung, bis der Grabstein gesetzt wird. Gut, da ist eben bei Männern so 79, bei Frauen 81, je nachdem wo, in welchen Regionen. Ja, während Corona stieg es wohl. Ja, da werden wir ganz gespannt sein können, ob dieses Jahr wirklich mehr Menschen gestorben sind insgesamt als in den letzten Jahren. Das wird sich zum Jahresende zeigen. Ganz spannende Frage von einem anderen Thema dann in der Nachschau. Das gucken wir uns später mal in Ruhe an, ja. Aber an der Stelle sei noch gesagt, auf vielen Grabsteinen müsste eigentlich stehen, gestorben mit 72, beerdigt mit 85. Mhm. Das heißt, wenn wir die Zeitspanne messen, in dem ein Mensch bewusst, unabhängig von anderen, selbstbestimmt leben kann, geht diese Zeitspanne in den westlichen Ländern gerade massiv zurück. Jetzt habe ich schon gehört, wenn ich diese Faktoren da weglasse, die meinen Darm entzünden, das ist ja ein Punkt, präventiv schon. Jetzt möchte ich aber reparieren. Jetzt möchte ich diesen Darm wieder stabile Wände ermöglichen. Was habe ich da für Werkzeuge? Also wir haben in der Naturmedizin eine große Palette. In meiner Praxis gibt es natürlich Infusionstherapien, damit die Dinge direkt in die Blutbahn kommen. Hier sind hochdosierte Kurkuma-Infusionen sind sehr wichtig. Dann gebe ich die Alpha-Liponsäure, das stärkste Antioxidans, was wir heute haben in der modernen Regulationsmedizin, das ganz schnell Entzündungswerte runterfährt. Mhm. Das können wir sehr schön beobachten dann an dem eben genannten Zonulinwert. Wir sehen dann, wie das Leaky Gut sofort nachlässt. Wir sehen das an dem sogenannten hochsensiblen CRP-Wert, der auch sofort runtergeht. Wir können mit hochdosierten Vitamin-C-Infusionen 15 Gramm pro Tag unglaublich viel erreichen. Es ist ganz spannend, wie schnell dann auch im Labor diese Verbesserungen zu sehen sind. Aber wir können auch mit der Naturmedizin viel machen. Die Naturheilkräuter aus allen Kulturen unseres Planeten stehen uns heute zur Verfügung. Und noch niemals hatten wir Zugriff auf so umfangreiches Wissen aus diesen verschiedenen Kulturen, wo sich Menschen seit vielen Jahrhunderten damit beschäftigt haben, wie kann ich das Leben meiner sozialen Gemeinschaft erleichtern, bereichern. Und da sind ganz wunderbare Rezepturen entstanden. Und hier haben wir sogenannte präbiotische Rezepturen, nicht, mit Maisdektrin, mit ganz bestimmten Beta-Glucanen. Das sind Stoffe, die in Zellwänden von Pilzen drin sind. Wir haben viele Antioxidantien, also sekundäre Pflanzenstoffe aus Dingen wie Brokkoli, aber auch aus Beeren, nicht, Aronia-Beere, Acai-Beere, Camu-Camu, also ganz viele Beeren, aber auch Wurzeln. Ich nur an die Ashwagandha-Wurzel, die Ginseng-Wurzel betrachte. Also wir haben verschiedene Kräuterrezepturen, die gezielt dafür da sind, Entzündungen im Darm zu bekämpfen. Und parallel dazu können wir dann natürlich Probiotika geben. Probiotika, nicht, in darmaufbauenden, darmstabilisierender Weise.
Und da hat die Firma EtnoHealth zum Beispiel ein Produkt herausgebracht, wo wir diese probiotischen Bakterien, wo diese in eine Kapsel gepackt sind, die erst im Dünndarm freigesetzt wird, sodass also die Magensäurepassage überwunden wird und dieses Hochkonzentrat an Lactobacillen, an Bifidobakterien zusammen mit Inulin erst im Dünndarm freigesetzt wird. Nicht? Also dieser probiotische Aufbau, der muss sehr umfangreich erfolgen und sehr viel höher dosiert, als man bisher geglaubt hat. Mhm. Und auch wenn wir heute schon Stuhltransplantationen vornehmen, gut, ich bei mir jetzt nicht, aber das ist im fortgeschrittenen klinischen Stadium der Überprüfung, dann wird Stuhl eingepflanzt von anderen Patienten, der gereinigt, der überprüft ist, aber der dazu führt, dass die Darmdiversität zunimmt. Mhm. Nicht? Weil so wie wir alle durch unsere Gesundheits-, durch unsere Landwirtschaftsministerin gibt es ja wieder Glyphosat für alle. Ja. Das heißt, das Artensterben nimmt rapide zu, aber auch das Artensterben in uns drin, nicht, nimmt zu, sodass wir nur noch einen Bruchteil der Darmflora haben, die wir vor 30 Jahren noch hatten. Ja. Mit katastrophalen Auswirkungen für unseren Alterungsprozess und für unsere Gesundheit. Ja, da könnten wir jetzt noch stundenlang weitermachen. Also gerade für unsere Zuschauer. Was ich immer den Leuten gern mit auf den Weg gebe, sage ich, achte darauf, dass ihr einmal am Tag den Stuhlgang so habt, dass er von der Konsistenz so ist, dass man nicht putzen muss, dass er geruchslos ist. Das wäre natürlich der Traum. Also wunderbar. Da wäre natürlich, hast du noch einen Tipp an die Menschen, die sich jetzt mit dem Thema Darm auseinandersetzen möchten, wo du sagst, hier, das sind einfach nochmal meine Worte an euch da draußen? Also erstmal all das weglassen, was den Darm verstopft. Das ist vor allem das Weißmehl. Alles, was Entzündungsprozesse auslöst, das sind Milchprodukte, das sind tierische Produkte. Das ist definitiv heute nicht mehr das, was wir brauchen. Und es geht darum, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Will ich mit zwei aufgepumpten Rädern durch mein Leben fahren? Das heißt, will ich alles tun, was in meiner Macht steht, um mein biologisches Potenzial, um das, was mir wirklich mitgegeben worden ist, um das auch ganz ausleben zu können. Und da habe ich die Möglichkeit, so natürlich wie möglich zu essen, täglich Smoothies zu trinken, viel Obstsalat, Gemüse. Wir brauchen heute 5-mal so viel Gemüse, wie wir früher vor 50 Jahren noch brauchten, um auf die Menge an sekundären Pflanzenstoffen zu kommen, die unser Körper heute braucht. Also man spricht heute von 8 Portionen, 80 Gramm, um es ganz konkret zu sagen. Das ist das Mindeste, was wir an Obstsalat und Gemüse brauchen. Und dann sind wir auf einem guten Weg. Okay, ja, vielen Dank für die ganzen wichtigen Informationen. Liebe Zuschauer, ich hoffe, ich konnte Ihnen Einblick darüber geben, wie wichtig unser Darm ist und dass da wirklich als erster Punkt angesetzt werden sollte, wenn man sich mit dem Thema Gesundheit und Gesundwerden beschäftigen möchte. Bleiben Sie weiterhin wach und offen und gehen Sie in die Tiefe im wahrsten Sinne des Wortes, um dort die Lösung zu finden. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf bald. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.